Gründungsgrund für die Aktion Zivilcourage waren überproportionale Wahlergebnisse für rechtsextreme Parteien bei uns in der Region und auf der anderen Seite stark ausgeprägte Skinhead-Kameradschaften und rechtsextreme Gruppierungen, die vielen Menschen im Landkreis das Leben schwer gemacht haben und zum Teil auch noch machen. Am Anfang waren ein paar wenige Jugendliche, die sich zusammengesetzt haben, die erstmal eine ganze Menge geschimpft haben und gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, warum macht denn hier niemand was? Und irgendwann ist die Einsicht entstanden, wenn dir niemand was anderes tut, aus der damaligen Perspektive müssen wir selber was tun. Angefangen haben wir bei Jugendlichen. Wir waren selber damals alle jung und haben gesagt, naja, das bietet sich ja an, also bei den Gleichaltrigen in Schulklassen und so weiter anzufangen. Später haben wir aber gesagt, um mehr Wirkung zu erreichen, sind uns Multiplikatoren und Verantwortungsträger sehr wichtig. Und damit sind wir bei Direktoren, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei Leuten, die halt eine Wirkung haben in die Gesellschaft hinein, besonders aktiv. Wichtig ist uns insbesondere im ländlichen Raum, Leute, die sich im weitesten für Demokratie einsetzen, sei es der lokale Verein, der sich mit dem Thema befasst, sei es die Jugendinitiative, die zu bestärken, den Handwerkszeug an die Hand zu geben, die fit zu machen. Wenn die fit drauf sind, gibt es wenig Angriffsfläche für Rechtsextremisten, dort in den einzelnen Kommunen aktiv zu werden. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir, wenn wir das Thema Rechtsextremismus bearbeiten, dass es nie unser Problem ist, sondern dass es ein gemeinsames Problem ist. Und dass wir ein Problem, was unser gemeinsames ist, auch bloß gemeinsam lösen können. Und deswegen müssen alle auch mit ins Boot. An sich sind wir kein Verein, der gegen was verarbeitet, sondern für Demokratie. Und bei für Demokratie gehört es wesentlich dazu, sich überhaupt mit Menschen auseinanderzusetzen. Was sind denn eigentlich demokratische Grundrechte? Um was geht es denn eigentlich? Und über die Aktion Work of Liberty, die ist besonders schön, weil wir mitten in der Fußgängerzone mit Leuten ins Gespräch kommen können, mitten in der Fußgängerzone Leute mit Handtaschen und mit Einkaufstüten quasi an uns kaum vorbeikommen und wir zu Grundrechten mit denen ins Gespräch kommen können. Besonders liegt mir die Gedenkspur am Herzen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden in Pirna fast 15.000 Menschen vergast. In Pirna ist da wenig drüber gesprochen worden. Und erst Mitte der 90er Jahre ist da eine Gedenkstätte zu eingerichtet worden. Und wir haben miteinander festgestellt, dass die Gedenkstätte Pirna-Sandstein zum damaligen Zeitpunkt so im innerstädtischen Leben kaum eine Rolle spielte. Sie ist etwas weiter weg von der Altstadt und wir haben überlegt, wie man denn eine Verbindungslinie schaffen kann. Und die Gedenkspur ist eine Kreuzenspur mit ca. 15.000 Kreuzchen. Die sprühen mit Spraydosen und Schablonen Kinder und Jugendliche durch die Pirna Altstadt. Und die Gedenkspur wird es auch nur so lange geben, solange es Jugendliche gibt, die diese Kreuzchen immer wieder aktuell halten. Mit der Kampagne Die Sächsische Schweiz ist bunt haben wir ein Symbol geschaffen. Das sind Aufkleber, Postkarten oder auch Buttons, wo Leute Position beziehen können, für welche Sächsische Schweiz sie stehen. Wir sind der Meinung, dass ganz viele in der Sächsischen Schweiz oder im Landkreis Sächsische Schweiz, so ist der Erzgebirge, klar Position beziehen wollen für Demokratie, für Toleranz und für Weltoffenheit. Weil von Leuten, die dafür stehen, da gibt es viel, viel mehr, als die da irgendwie eine andere Meinung haben. Die Aktion Zivilcourage ist in einer Zeit gegründet worden, als Pirna und die Sächsische Schweiz hier regelrecht noch als braune Gegend verschrien war. Und es ist uns gelungen, mit der Aktion Zivilcourage durch die vielen Aktionen, die die Aktion gestartet hat, hier diesen Ruf Gott sei Dank ablegen zu können. Ich halte es für einen falschen Weg, bei Problemen einfach nur wegzuziehen. Ne? Und es geht ganz vielen anderen Leuten auch so. Und das ist unsere Sächsische Schweiz. Es macht Spaß, dort zu leben. Es ist eine wunderschöne Region. Und die ewig Kästrichen zu überlassen, also das kommt überhaupt nie in Frage.